Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 5.9.2020. Gestern kam kein Video, weil ich mit Migräne ab 8 im Bett gelegen bin und dann nicht mehr aufgedreht habe und so kein Video drehen konnte. Gestern war Corinna da. Und es war ein angenehmer Tag, ein sehr lustiger Tag und es war nett mit ihr. Ihr erster Arbeitstag bei mir offiziell. Ich verstehe mich gut mit ihr. Sie ist nur etwas laut. Und aber das kann man besprechen und sich ausmachen. Wir haben nicht viel gemacht, außer dass wir ein bisschen draußen gesessen sind und getratscht, Kaffee getrunken, geraucht haben. Und sie war von 1 bis 5 da, wie immer bei ihr. Und es war insgesamt ein schöner Tag. Und ja, ein guter Anfang. Heute war Sonja da. Mit der habe ich auch nicht viel gemacht. Wir sind eigentlich fast die ganze Zeit drinnen gesessen. Haben getratscht. Haben nochmal auf meinen Geburtstag angestoßen. Weil meine Zuckerwerte davor immer so hoch waren. Und der Alkohol natürlich den Zucker noch in die Höhe treibt. Aber mit einem alkoholfreien Bier und einem für mich einen Nährstoff. Hat sie mir nochmal zum Geburtstag gratuliert. Und sonst haben wir geredet, Kaffee getrunken, geraucht. Und irgendwie haben wir uns in letzter Zeit wenig zu sagen. Oder wenn, dann ist es lustig, aber es ist immer so eine halbe Stunde ruhig zwischen uns. Dann haben wir wieder was zu reden und es ist wieder ruhig. Und das wechselt sich den ganzen Tag so ab. Und das ist irgendwie komisch. Weil wir sonst viel zu reden haben. Aber im Moment ist es nicht so viel. Ich bin schon sehr müde. Es gibt auch nicht so viel Neues. Und Corinna hat mir außerdem zum Geburtstag eine Flasche Fanta Zero und Kinder Maxi King mitgebracht, weil ich die gern esse. Eine Packung. Und ja, hat mir auch gratuliert. Das war recht nett von ihr. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich habe mich sehr gefreut. Sonst gibt es im Großen und Ganzen nicht viel Neues. Seit heute nehme ich die neuen Medikamente. Und noch merke ich gar nichts. Aber es wird ein paar Tage dauern.
Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.